Oh, komm. Eine ist noch da. Und die ballern wir auch mal fett raus, würde ich sagen. Bam. Okay. Oh, aufpassen, Freunde. Aufpassen. Aufpassen. In der letzten Folge von Super Smash Bros. Ultimate. Wir haben uns mal wieder neue krasse Teams erstellt. Unser Angriffsteam zum Beispiel hat jetzt über 14.000 Power, was richtig krass ist. Wir haben außerdem Zero Suit Samus freigeschalten, mit der wir im heutigen Part kämpfen werden. Und wir machen weiter im Wolkengebiet ganz hoch oben im Norden. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Wir kämpfen heute mit Zero Suit Samus. Und werden da gleich mal irgendeinen neuen Charakter befreien. Mal gucken, wer das wird. Aber davor müssen wir gegen Flying Man kämpfen. Naja, mal gucken, wer das ist. Okay. Anscheinend haben die hier schon... Achso, das ist ein KP-Kampf. Das ist natürlich sehr interessant. Okay. Der erste ist schon raus. Ach so, von denen gibt es mehrere. Ach, deshalb auch nur so wenig KP. Das erklärt es natürlich. Okay. So, der ist raus. Aber von denen gibt es ja ein paar Dudes tatsächlich. Also wir sollten erstmal vielleicht schauen, dass wir Ness rauskicken. Weil der ja doch relativ hart abfuckt. Ja, der ist raus. So, und jetzt haben wir nur noch die Flying Mans. Oha. Ja, moin. Okay. Mhm. Ja. Gut, Zero Suit Samus ist natürlich eine sehr interessante Sache. Ich weiß nicht, was... Oh. 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 Ja, das ist eine sehr interessante Sache. Yo. Zack. Richtig reinballern, würde ich mal behaupten. Zack. 21 KP hat er nur noch. Oha. Jetzt ist halt er hier mit der Ulti am Start. Ich weiß gar nicht. Ist... Ah, der Mi-Boxer ist es. Okay. Mhm. Ja, gib mir mal richtig hart am besten. Ja, das gefällt mir. Ja, das gefällt mir richtig hart. Muss ich schon sagen. So. Einer kommt noch, oder was? Ja, einer kommt noch, wie es aussieht. Na gut, komm her. Zack. Die AB, wie funktioniert die bei ihr? Ich will ja immer ein paar... Oh, ja, die AB, die gefällt mir. Die AB ist eigentlich ganz nice. Ja, kann man machen. Oh, so, und jetzt einmal noch ein Standardangriff hinterher und dann sollte das auch erledigt sein. Genau. Schön, dass wir das geklärt haben, mein Freund. So, Flying Man ist damit besiegt und jetzt bin ich gespannt, wer denn da rechts gleich kommt. Wer das sein könnte, ich bin gespannt. Es ist Ness. Okay, es ist tatsächlich Ness. Na dann, Ness, mein Freund, wir hatten ja schon Lukas mal in einem Part dran. Ja, mit dem bin ich nicht so gut klargekommen, weil ich die AB und so nicht gecheckt habe. Aber da habt ihr mir ja wirklich in den Kommentaren sehr gut weitergeholfen, dass die AB von ihm halt ein bisschen spezieller ist. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie ich mit ihm umzugehen habe. Auf jeden Fall nicht so. Das ignorieren wir einfach gerade mal kurz. Das ist nie passiert. Ja, schön, dass wir uns darauf einigen können. Ja. Okay. Ich gebe mal mein Bestes, damit ich den Dude... Oha, okay. Nessie, Nessie. Nessie aus Mario, ne? Kennt ihr alle? So. Mein Freund. Ja, Zero Suit Samus ist natürlich ein sehr interessanter Charakter. Mit dem ich nicht so gut klarkomme, ja. Merkt man vielleicht, dass ich da nicht so gut mit klarkomme. Ja. Ich sollte einfach bei der Smash-Attacke bleiben. Weil mit der kann ich wenigstens ein bisschen Schaden machen. Oh no. Oh no. Oh ja, geh weg mit deinem Thunder, Alter. Go Thunder. Ja, ja, ja. Ah ja, schön nach oben geboostet. Ja, das ist eben die AB, die ihr mir geschrieben habt. Ja. So funktioniert seine AB. Oh yes, da habe ich ihn fett weggekickt. Und jetzt nochmal. Und jetzt nicht nochmal. Oh, schade. Ey, seine AB ist natürlich schon sehr interessant, weil man sie ja auch gut für einen Angriff halt verwenden kann. Ne, das ist halt der Vorteil von seiner AB. Die kann man eben auch wirklich gut für einen Angriff verwenden.
Ich habe da tatsächlich mal ein Video von Vic gesehen, glaube ich. Ja, das dürfte von Vic gewesen sein, wo er eben gezeigt hat, wie man eben so ein paar Tipps für Smash und so hat halt gezeigt. Und da hat er mit Ness gespielt. Und ja, da habe ich mich dann auch im Nachhinein dran erinnert, dass eben seine Up B etwas spezieller war, nachdem ihr mir das in die Kommentare geschrieben habt. Ja. Aber ich habe da halt ein bisschen für gebraucht. Gut. Machen wir einfach direkt weiter. Dieses, ja, Gebiet hier oben in den Wolken würde ich eigentlich schon ganz gerne abschließen in diesem Part. Das wäre eigentlich ganz nice. Fände ich wirklich ganz nice, muss ich sagen. Nur leider fucken die mich ganz schön ab. So, Leute, bitte, ihr juckt mich halt so gar nicht. Oieiei. Ihr habt gesagt, ihr juckt mich alle gar nicht, ja. Jungs und Mädels, ja. Eigentlich nur Mädels, aber ist egal. Aber wir machen denen immerhin mehr Schaden als die uns. Ja, immerhin irgendwas. Woo, okay. Okay, alles klar. Ey, ganz ruhig, meine Mädels. Ganz ruhig. Oi, oh. Oh, was? Lächerlich. Oh, komm. Eine ist noch da. Und die ballern wir auch mal fett raus, würde ich sagen. Bam. Okay. Oh, aufpassen, Freunde. Aufpassen. Aufpassen. So, jetzt aber. Oh, mit Link hat es gleich besser geklappt. Mit Zero Suit Samus komme ich irgendwie noch nicht so klar. Ja, zum Glück haben wir die nur diesen Part hier. Da bin ich ganz froh drum. Aber jetzt haben wir das geschafft. Und können unseren Weg fortsetzen. Mal gucken, was hier drüben so ist. Okay, hier wird es natürlich nach rechts drüben gehen, wo es eine neue Subworld gibt. Okay, alles klar. Und hier ist der andere Weg. Na gut, na gut, na gut. I see. Ist tatsächlich nicht so riesig, das Gebiet hier oben. Hier ist erstmal Revali. Oh nein, ah, jetzt habe ich nicht mehr Zero Suit Samus. Scheiße. Oh, das ist Revali. Nicht Revali. Das ist, Scheiße, wieso fällt es mir jetzt nicht ein? Bin ich blöd? Ey, das ist gerade richtig peinlich, dass mir das nicht einfällt. Boah, warte, lass mich überlegen, während ich hier kämpfe. Das ist natürlich Cass Theme, ne? Ist natürlich der englische Name. Bei uns ist es natürlich Kashiba. Oh, wie kann mir denn Kashiba nicht einfallen? Kashiba ist der beste, Alter. Eieieiei, das war ja gerade peinlich. Dass mir Kashiba nicht eingefallen ist, ey. Eieieiei. Ah, da fällt mir einfach mal der Name von dem geilen Typen in meinem Lieblingsspiel nicht ein. Das ist ja schon ziemlich... Ciao? Der ist aus Sonic, den kenne ich. Den kenne ich. Jetzt werden wir aber erstmal wieder mit Zero Suit Samus kämpfen. Ah, alles klar. Zero Suit Samus, da ist sie. Gut. Wir haben ja schon einige Kämpfer tatsächlich, muss ich so sagen. Finde ich gut. Wir sind zwar im Nachteil, aber der hat nur 2100, das geht klar. Gucken wir mal. Ein Shiggy-Team ist hier am Start. Was für eine Musik ist das? Das ist halt Sonic, aber was für ein Sonic? Escape from the City. Okay. Das sagt mir jetzt nicht so viel, tatsächlich. Na gut. Whatever. So, ja, let's try this. Oh Mann. Kann sein, dass hier relativ viel Essen am Start ist. Oh lol, oh lol, oh lol. Ah, komm schon. Die Stage hier ist auch ein bisschen ätzend, muss ich sagen. Die Stage hier ist sogar richtig ätzend. Okay, einer ist raus. Okay, komm, das Essen hätte ich gerne. Das Essen hätte ich gerne. Oh Mann, Alter. Diese Schickis, ne? Hier ist sau viel Essen auf der Map. Na komm, jetzt nerv mich nicht, mein Freund. Oh, 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 oh. Nee, 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 nix da. Ui, hoppala. Okay. Na dann. Jawohl, da kicken wir ihn fett raus, würde ich sagen. Shiggy, das war's mit dir. Ja, mit Zero Suit Samus komme ich aber tatsächlich noch nicht so gut klar. Und habe ich das gerade richtig gelesen? Ist Ciao oder Ciao, wie auch immer, ist der evolvierbar. Ich glaube, das habe ich richtig gesehen, oder? Ha, da könnte natürlich wieder ein toller Geist bei rauskommen. Muss aber natürlich nicht sein. So, Tiki. Hi, Tiki. Wie geht's dir? Hoffentlich gleich
Nicht mehr gut. Helfer-Trophäen. Oh, nö. Helfer-Trophäen. Eieieiei. Das ist gar nicht gut. Helfer-Trophäen sind nie gut. Oh, jo, komm, mein Freund. Ach so, ja, wie? Hier kommt automatisch eine Helfer-Trophäe. Ich dachte, die fliegen wenigstens als Items runter. Aber nö, die fliegen ja nicht mal als Items runter. Es ist doch super lächerlich. Das heißt, die sind immer fix auf der Seite des Gegners. WTF. Das ist einfach nur lächerlich. So, jetzt ist aber auch wieder weg. Aber die eine ist noch immer da, oder was? Nö, ich dachte schon. So, komm. Oh no. Seht ihr das im Hintergrund blinken? Da ist der Akku von meiner Lampe leer. Oh oh, gar nicht gut. Da muss ich gleich mal kurz meine Lampe anstecken, die hinten den Greenscreen ausleuchtet. Der Akku ist nämlich gleich leer. Das Blinken ist schon sehr stark. Also das Blinken, das sieht man ganz gut. Wartet. Ich stecke nur kurz das Ding hier an. Ich bleibe hier natürlich für euch am Start. Ja, das ist gar kein Thema. Ich muss das nur kurz anstecken. Wieder an den Strom. Und dann hat sich die Sache auch schon wieder. Auch schon wieder eine Evolution möglich. Ach, sowas aber auch. Na, dann packen wir mal wieder ein paar Dudes. Oh, da ist die Detne. Packen wir mal die Dudes in das Studio rein, oder? Würde ich sagen. Nachdem wir... Oh, den Superstern nehmen. Hallöchen, Superstern. Okay, Team Laden. Ich würde sagen, da verwenden wir einfach mal das neutrale Team. Ja, das läuft. Und mit schöner Mario 64 Musik. Alter, fett im goldenen Outfit, die beiden. Nice. Super Mario 64 Main Theme. Ja, passt ja auch ziemlich gut, weil das hier eine Mario 64 Stage ist. Ne? Wow, okay. Das ist natürlich kritisch. Das ist natürlich sehr kritisch. Okay. Down, bam, 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 bam. Was zum Teufel? Wie oft will die denn noch einen Stern einsetzen? Okay, komm her, Link. Okay, jetzt haben wir den Stern. Das heißt, die sind bald raus. Weil wenn man so einen Stern hat, dann ist das schon extrem vorteilhaft. Na, komm hoch. Jawohl. Oh, nee. Okay, dann halt nicht. Ja. Jetzt hat sie auch eine Unverwundbarkeitsphase. Klar. Ist klar, Freunde. Ist klar. Okay, ein Luma ist anscheinend gestorben. Das ist auch sehr interessant. Ja, wie lange hat sie denn noch ihre Unverwundbarkeitsphase? Weiß er nicht. So, jetzt hat sie die Unverwundbarkeitsphase nicht mehr. Na, okay. Na, immerhin irgendwas. Oh, komm schon. Du blöde, komische Judin. Ey, der Superstein hier, ne? Der ist ja schon relativ krass. Hat sie jetzt auch einen Stern erwischt? Als ob sie auch einen Stern erwischt hat. Das ist doch lächerlich. So, wir haben jetzt auf jeden Fall länger als sie einen Stern. Yo. Ja, das Stern-Theme ist mir jetzt langsam sogar schon ein bisschen auf den Sack gegangen, muss ich sagen. Aber wir haben es geschafft. Und das dürfte jetzt der zweite Weg sein, der uns zu Kyra offen steht. Glaube ich. Oder? Wie sieht's aus? Ja, tatsächlich. Ein Schild hindert dich am Weiterkommen. So sieht's aus. Na gut, dann lasst uns doch mal kurz beim Wissensbaum was nachschauen. Ja, wir haben schon 113. Sehr geil. Dann nehmen wir hier verstärkt deine Ergriffe und Würfe massiv. Und dann als nächstes für 100 kaufen wir uns einen weiteren Luftsprung. Das ist sehr nice. Und wir machen natürlich mal ganz kurz hier was im Studio. So, einmal den guten Ciao hier rein. Dann die gute machen wir hier rein. Und die Dudes, glaube ich, sind schon alle evolviert, ne? Ja, genau. Also, die trainieren jetzt noch fleißig weiter mit dem Kugelwilli. So, und dann begeben wir uns auf den Weg da nach drüben zu der Kirby-Sub-Area. Also, ich glaube, dass es eine Kirby-Sub-Area ist. Lasst uns nochmal kurz auf den Zero... auf T-Zero-Suit-Samus wechseln, ja? Nicht schon wieder das Geschlecht verwechseln. Ja, da hatten wir ja schon unser Problem bei Sheik. Weil ich einfach nur Brain-AFK war. Gut, dann schauen wir mal. Wir kämpfen gegen Darren. Das sind alles so Fire Emblem Charaktere, glaube ich, ne? Oder sowas in der Art. Ich glaube, das ist Fire Emblem. Dieses Schwert. Das Schwert-Icon dürfte Fire Emblem sein. So, oha.
Ja, sehr schön. Ja, Thunder, Thunder, Thunder. Komm, halt's Maul mit Thunder. Ey, ja moin. Ich bin zwar klein, aber oho. Ja, der war schlecht, ich weiß. Ich weiß, der war schlecht. Hey, wieso ist hier Flying Man? Das gefällt mir aber gar nicht. Das gefällt mir aber gar nicht, dass Flying Man hier am Start ist. Das finde ich nicht gut, nee. Okay, jetzt haben wir den Blitz eingesetzt. Das ist schon mal ganz praktisch. Ich bin jetzt übrigens mit Link unterwegs. Fragt euch, warum. So, jetzt haben die natürlich wieder Unterstützung von Flying Man. Jawoll. Jawoll. Genau, so will ich das haben, Freunde. Ah, komm schon. Ich will eigentlich ganz gerne den Blitz da unten einsetzen. Aber jetzt sonst usen die den wieder. Oh, oder auch nicht, ne? Oh ja, ja natürlich. Er hat ihn geused, den Blitz. Ja, komm. Du blödes Viech, Alter. Du blödes Flying Man Viech, Dingsbums. Ganz ehrlich. Jetzt hat er mich schon wieder verkleinert. Was ist denn los hier? Ach, komm schon. Ach, Junge. Ach, Junge. Das, nee. Lol, der ist einfach runtergefallen. Na, wenigstens irgendwas. Dann ist es ja doch nochmal gut gegangen hier. Ah, ich dachte schon, das geht jetzt ewig dahin. Na gut. Hui, heieieiei. Na dann, gucken wir mal, was hier Geist der Überraschungen liebt. Aus der Yoshi-Reihe. Ein Geist der Überraschungen liebt. Aha. Kopfstand, Schutz und starker Smash. Yo, das nehme ich. Und ich nehme jetzt mal absichtlich Link. Weil, ja. Keine Ahnung, ich komme mit Zero Suit Simers irgendwie nicht so gut klar. Dann lasst uns doch einfach mal schauen, dass wir hier schnell durchkommen und dann den Part langsam beenden. Nö, Freunde. So sieht's aus. So, drei sind schon draußen. Jetzt fehlt nur noch der letzte. Bildschirmkopfstand juckt mich halt nicht. So, und der ist auch fast schon raus. Fast. Yo, Yoshi. Lol. Alles klar. Bye, bye. Bye, bye. Versteht ihr? Ei. Ei. Gut. Schön. Ah, habe ich mal wieder das Niveau komplett abgeschossen. Ja. Alles klar. Gut. Na dann. Steht uns noch ein Kampf hier gegen Hydra bevor. Ja. Das würde ich sagen, gucken wir uns dann im nächsten Part an und dann sind wir hier oben tatsächlich fertig und können ganz nach unten gehen. Ha, das ist ja auch sehr interessant. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.